Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Wano. Es ist aktuell ein bisschen ruhig ums Spiel geworden. Das liegt aber primär daran, dass der Entwickler gerade im Urlaub ist. Soll uns aber nicht daran hindern, dass wir hier ein bisschen das Spiel uns nochmal näher bringen. Wir sind ja mit dem Territorialkommando Süd unterwegs. Und auch wenn man sagt, es ist aktuell nicht viel los ums Spiel, weil halt wie gesagt bis im gesamten August der Entwickler im Urlaub ist, dann ist es trotzdem so, dass aktuell Wano rabattiert ist bei meinem Partnershop. Und man entsprechend für 40% günstiger gerade Wano sich holen kann. Und das sind 23,99 €. Und das lohnt sich dann schon. Wer also bis jetzt noch nicht sich entschieden hat, Wano zu holen, aber darüber auch schon eine ganze Weile nachdenkt, der hat auf jeden Fall jetzt eine ganz gute Gelegenheit, da mal zuzuschlagen. Das gleiche gilt im Übrigen auch für Steel Division 2. Auch das ist aktuell runtergesetzt. Das Hauptspiel für 11 €. Und die DLCs auch nochmal deutlich günstiger. Teilweise bis zu 70%. Die Links dazu findet ihr rechts oben in der Infokarte, in der Videobeschreibung. Oder auch im ersten angepinnten Kommentar. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr das nutzt. Einerseits lohnt es sich halt für euch, dass ihr ein paar Prozente sparen könnt. Und andererseits könnt ihr mich damit aktiv in meiner Arbeit unterstützen. Vielen Dank also dafür. So, ich suche jetzt gerade noch nach weiteren Gelegenheiten hier, wie wir uns hier aufstellen. Die Karte ist echt nicht einfach zu spielen, muss man sagen. So, wir packen mal. Neue Befehle. Dort Scouts hin. Wir haben noch 260 Punkte. Wir nehmen mal noch mehr Scouts mit. Wen sollen wir mitnehmen? Hier auf die Position. Ansonsten Logistik. Achso, ich will das aber da hinsetzen, wo sie hier schon hin sollen, aber. So, hier hinten hin. Da rein. So, 115 Punkte. Die packen wir mit Heimatschützen. Ich höre, Herr Hauptmann. Voll, die gehen mal. Ach komm, mach mal. Dort müssen wir hin. Ja, okay, so. Schlacht starten. Ich bin gespannt. Vor allem mit den Hubschraubern will ich am Anfang ein bisschen Spaß haben. So. Die KI spielt rechts beziehungsweise links. Und wir sind hier mit dem Territorialkommando Süd unterwegs. Eine der Divisionen, die mit französischen Einheiten ausgestattet ist und aus dem letzten Patch, glaube ich, ist. Und die ist nicht ganz so einfach zu spielen, finde ich. So, ein bisschen mal langsamer machen. Hier den LKW. Dass wir hier den Gegner ein bisschen aufhalten. Und hier auch mit weiterer Infanterie in die Stadt reingehen. Aber auch Aufklärer hier reinsetzen und Milans da reinsetzen. Wir müssen bei den Hubschraubern ein bisschen aufpassen. Es gibt bei den Pakt-Divisionen auch Flugabwehr-Hubschrauber, die natürlich sehr ekelhaft sein können. What the fuck, was macht denn der auf der Seite hier? Kannst du da mal bitte deinen Offizier reinstellen? Das wäre mir ein Traum. Der Gegner führt nämlich wieder mit plus 1. Betankt und aufmunitioniert. So, der lädt auch weg.
Gehen ein Stück weiter vor. Wir gucken mal, ob wir ihn da irgendwie ärgern können. Oder ob das jetzt tatsächlich in die Hose geht. Ey, die Hubschrauber mal schießen, ey. Das ist echt so ein... Dieses Rumgehampel, ey, das nervt bei den Hubschraubern. Jetzt schieß doch mal. Den Scout können sie direkt rausnehmen. Okay, wir ziehen uns mal zurück. Der Scout geht da mal auf nicht schießen. Wir munitionieren uns hier mal kurz auf. So, und wir holen uns hier Zack und Flugabwehr hätte ich gerne auch noch ein Roland. Ah, da haben wir nicht genug Punkte dafür, okay. Ach, der Hubschrauber kommt wieder. Okay, dann fliegen wir ihm wieder entgegen. C'est comme s'ils étaient morts. Attendons vos instructions. Et là, da und geht es dort eine Weile. So, der T-80 kann uns aber gefährlich werden, deswegen ziehen wir uns zurück. So, wo ist unsere Milan? Yo, das meinte ich mit Flugabwehrhubschraubern. Und die zerlegen uns da jetzt unsere... Wow. Das ist hart. Ja, los, Günther. Wie wär's denn mal mit dem Hubschrauber, Günther? Okay, der Scout kann trotzdem mal vorne bleiben. Wir gucken mal, dass... Wie sieht es denn jetzt von den Punkten her aus? Links sieht es gut aus. Rechts hat er auch keinen Punkt. Das ist eigentlich ganz gut. Wir könnten mal versuchen, hier an die Ecke reinzukommen. Und ansonsten uns hier weiter aufzustellen. So, die LKW weg. Der Scout hier vorne ran. Die Milan geht dahin. Und er hat uns ja tatsächlich zwei Hubschrauber weggenommen. Was er mit seinem Panzer da macht, ist mir ein kleines Rätsel. So. Ach, guck mal, da kommt sogar noch mehr von da drüben. So, was machen denn hier unsere Fliegerfäuste? Sehr schön. Wir wechseln hier mal die Häuser.
Und holen uns noch mehr Infanterie hier in die Stadt rein. So, Panzer da oben. Das ist insofern scheiße, da wir da jetzt nichts haben, um den T-80 da anzugreifen. Wir könnten jetzt mal Flugzeuge Anti-Tank. Hier F4 Phantoms müsste sein. Oder Cluster halt. Warte mal, wie schnell. Oh, wir nehmen mal die hier. Und ich hätte ja gerne noch eine Roland. So. Unser Offizier auf der Seite ist unterwegs. Ich habe hier das Kommando. Jetzt aber schnell. Und schmuggelt sich ja mal oben in die Ecke rein. Interessant. Die Phantom kriegt da den T-80 nicht mit einmal raus. Ich wurde getroffen! So eine Scheiße! Ich wurde getroffen! Los, los, los! So, wo bleibt sie denn? Da. Jetzt, okay. Wir drehen ab. Und I wecken sie. Versorgung kann eingeleitet werden. Oh, er nimmt die Mila noch raus. Verdammt. Die Dinger sind wirklich so empfindlich. Wir stellen mal hier noch einen Aufklärer mit hin. Na? Keine Ahnung, ob der was rausgenommen hat. So, wir holen uns mal. Dass die mit Hubschrauber kommen, ist echt blöd. Ach, er hat jetzt selber einen Offizier da reingestellt. Oh shit. Ich hoffe natürlich, dass da nicht noch mehr von den KDA-Schützen kommen. Kommt, nehmen die raus. Die Panzer machen da schon einen ganz guten Job. Was sind das hier für Panzer? T-34 oder was? Ne, T-55. Da ist ein T-34. So, da kommt das nächste. Die nächsten Fahrzeuge. Die sind gespottet. Scheiße. Sag mal. Ey, das gibt es nicht. Von der kleinen Futzelposition aus. Scheiße. Wir brauchen hier Logistik. Scheiße, wie? Oh, verdammt. Oh oh. So, da kommt das Cluster. Hat er irgendwie gehofft, dass die Anti-Tank-Flugzeuge irgendwie besser sind, aber im Moment. Verdammter Mist, ey.
Unfassbar, die sind so doof zum Scheißen, wirklich. Die sind ja völlig witzlos, die machen ja gar nichts. Jetzt. Das ist... Der räumt mir da alles aus dem Weg. Okay, der Cluster kommt aber wenigstens gut. Ja. Verdammte Scheiße, jetzt geht dort mein Versorger raus. Nein! Verdammte Axt. Ja, wir führen jetzt, weil wir den Punkt hier drüben halt haben. Aber er flankiert uns halt jetzt gerade echt gut. Und die Milan schafft es... Na, wow. Die Milan gegen den T-80 raus. Also wenn wir jedes Mal gegen den T-80 so einen Trade machen, dann wird es echt widerlich. Und wenn wir jedes Mal 5000 Schuss brauchen, um hier... Vor allem dieses... Vor allem, dass der mir jedes Mal die Versorger-Trucks zerballert, das ist halt ultra nervig. Weil tatsächlich habe ich nicht so viele von denen. Wo schießt er jetzt hin? Er schießt einfach mitten in die Stadt rein, okay. Heimatschutz bereit. Systemcheck durchgeführt. System läuft. So, kann die Milan hier... Die sind aber... Die trifft nicht, die Milan. Jetzt ist sie leer geschossen, oder was? Ja, natürlich ist sie jetzt leer geschossen. Oh, scheiße. So, hier kommt ein Versorgerhubschrauber. Ne, warte mal, wo ist denn der? Ich hab doch gerade einen Versorgerhubschrauber gerufen. Wo ist denn der? Ach, da. Der soll dann am Zielort bitte direkt landen. Sektion prête en formation. Sehr gut. Können wir hier drüben vielleicht mit einem Cluster drauf auf den Mörser? Da ist ein Scout. Das ist ein bisschen mit... Ja, mit Kanonen auf Spatzen geschossen jetzt hier. Mit der Mirage da auf den Hubschrauber. Okay. Zum Glück. Okay. Ja, die nerven dort die Scouts. Aber wir führen jetzt erstmal mit plus 2.
Schicken mal noch ein Flugzeug hinterher, falls die Cluster nicht das tun, was sie sollen. Haben wir beide rausgenommen? So, plus 2. Wenn wir den Punkt noch kriegen würden... Oh, das ist im Moment nicht... Sieht da nicht danach aus im Moment. Wir holen ja mal ein paar Panzer und stellen mal einen Scout hier hinten hin. Weil im Moment können wir da über die Freifläche nicht so wirklich gucken, was kommt. Wenn die nur rumkreist, dann iwecke dich bitte. Aber wir könnten mit Artillerie mit den Mörsern da mal auch reinfahren, weil das ist jetzt tatsächlich hier ein bisschen schwierig. Da kommt der nächste Hubschrauber. Und der hat da auch einiges an Scouts stehen. Der torkelt einfach weit. Der torkelt da einfach weiter. Das ist auch spannend. So, kommt auf den Truppentransporter. Könnt ihr bitte schießen? Was ist es denn hier? Leute, diese Hubschrauber ist eine Katastrophe. Okay, dann. Viecher nerven. Die hängen jetzt irgendwo hier. Und wir kriegen sie da. So, Feuer frei. Ach du Scheiße. Alter, das waren 3 Panzer. Ne, hier kommen noch welche, okay. Der nächste Panzer, der da rausgeht. So. Ach, come on, ey. Mal noch mehr von den Cannons mit reinrufen hier. Wir haben halt keine Flugzeuge mit HE-Bomben oder so. Das ist das Schwierige jetzt dabei. Greifen die hier mal an. Wow, der rennt direkt rein. Es passiert gar nichts. Aber es sind halt auch... Das sind keine Waffen unbedingt gegen Infanteristen. Sondern das sind, glaube ich, 30 mm. Das ist halt eher was gegen Fahrzeuge. Oh je.
So, räumen wir hier mal auf. So, unsere Mirage gegen den K50. Sehr schön. Na, die Mirage wird jetzt rausgehen, oder? Na, es gehen beide raus, okay. Oder? Ja, es müssten jetzt beide rausgegangen sein. Jetzt mal hier diese Flankiermanöver mal irgendwie unterbinden. Der Panzer hier wird repariert. Und ich bin ja immer noch dran interessiert, eigentlich hier, wir werden versuchen, unterwegs nicht gesehen zu werden. Da an den Punkt ranzukommen. Los, zieh den Arsch ein, Günther! Sani! Sammeln, Befehlsausgabe. Das gibt's da gar nicht. Die haben keine Munition mehr. Verdammt, es hat einen erwischt. Sollen wir irgendwo einsickern? Feind im Vorfeld, bereit machen. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir hatten ja Artillerie geholt. Das müssen wir mit der Artillerie da mal reinkloppen, weil ansonsten wird das hier irgendwann überhaupt nichts mehr. Ach, jetzt kommt er da wieder mit einem Offizier, okay. Warten auf neue Befehle, Kommandant. Compris, Leader. Kann die einen neuen Anflug machen, die Mirage? Die nehmen die Panzer einfach eiskalt raus. Überhaupt keine Chance. Na, die Panzer sind ja echt für den Arsch. Der Versorger-Hubschrauber. Ach, guck mal, hallo. Haben Sie neue Zielkoordinaten? J'en prends plein la tronche. Ach Quatsch, du sollst da angreifen. Du sollst. J'en prends plein la tronche. Wie sind der jetzt rausgegangen? Verdammt. Hat das jetzt echt geschafft, ja, hier durchzukommen, obwohl wir da alles hingestellt hatten, was wir irgendwie hatten. Die Hubschrauber und, wo wirft denn der jetzt die... Achso, ja, aber das... Die gehen... Ach nee, die Panzer haben es geschafft. Da geht mein Scout raus.
Und hier haben wir keine Versorgungspunkte mehr für... für die Milan. Und der Gegner führt jetzt auch mit plus 2. Bewegung, Sie sind hier nicht auf der Fritz Heckert. Brauchen Sie Unterstützungskräfte? Infanterie bereit. Angriffsformation. Sammeln. Repetez, Kontrolle. So, wie sieht's denn hier aus? Haben wir jetzt hier wieder Hubschrauber? Ja. Lebt von unserem Mörser noch was? Ja, da leben sogar alle noch. Sehr gut. Das Ultra... Oh, fuck! Die stehen ja mitten auf der Straße! Ja, das waren drei Trupps von Heimatschützen. Gegen einen Trupp von denen und der... Sag mal, Leute, schafft ihr es noch? So, ich weiß, dass da Flugabwehr steht. Das war ein guter Wurf. Die Mörser müssen wieder ran. So, wie sieht's hier aus? So eine Scheiße, ich wurde getroffen. Weder Freund noch Feind, nur lohnende Ziele. Wir brauchen Artillerieunterstützung, verdammt. Ich bin da schon dabei. Los, zieh den Arsch ein, Günther. So, die Mörser schießen. Kommt schon. Der steht hier hinten und guckt nur zu, ey. Das ist so zum Kotzen, die KI. So, jetzt die Mörser auf die Flugabwehrstellung. Kommt schon, Feuer frei. Wo bleiben die Granaten? Da kommen sie. Ja, es hat dich erwischt. Erzähl mir was Neues. Eieieiei, wir brauchen auf jeden Fall mehr Infanteristen. Ah, ich wurde getroffen! So eine Scheiße, ich wurde getroffen! Weder Freund noch Feind, nur lohnende Ziele. Haben wir noch mehr Artillerie? Los, zieh den Arsch ein, Günther! Wir haben noch mehr Mörser hier. Heimatschutz bereit! Überwachen den Luftraum!
Solange da halt Flugabwehr steht, können wir dann nur schwer mit Flugzeugen arbeiten. Und wie gesagt, wir haben keine Flugzeuge mit HE oder so, nur Cluster. Wo sie überall stehen hier. Fertig machen zum Sprung. Wir greifen gleich an. Gib mir Morphium. Gib mir Morphium. So, hier auf die Position drauf. Die laden sich hier aus. Das ist dann Mörser Team 9. 300 abbrechen, 6 Schuss, Ende. Gib mir Morphium. Gib mir Morphium. Angriffsformation! Sammeln! Die da müssen halt raus. Ruhe! Herhören! Sprung auf! Marsch, marsch! Los, zieh so, endlich! Feueröffnung! Auf mein Befehl! Alpha an alle! Funküberprüfung! Kommen! Ah, die kriegen den Versorger dann nicht raus. So, der ist aber rausgegangen. Naja, im Moment sieht's ganz gut aus. Wie sieht's hier auf der Seite? Oh, er pusht hier gut. Unser Kollege pusht da richtig gut. So, wir brauchen hier aber nochmal einen Logistiker. Mal gucken, ob wir da einen reinkriegen. Sehr schön. Ich wurde getroffen, hör auf rumzuflennen. Ja, Hauptmann. 200 abbrechen. Nee. Schuss, Ende. Bereit für die Feuermission. So, dann haben wir erstmal den Angriff und. Na, da sind immer noch welche. Jetzt müssen wir erstmal unsere Einheiten in der Stadt wieder auffrischen. Günther, zieh den Arsch ein! Es gibt nur zwei Arten von Menschen: Artilleristen und Ziele. Okay, sehr gut. Versorgung kann eingeleitet werden. Natürlich. Er nimmt den Truck da noch aus. Was sonst? Reservisten sind bereit.
So. Gut, der eine Versorgertruck war zum Glück so gut wie leer. So, da angreifen. Mit unserem Flieger voll. Was zur Hölle war das denn? Na los, nehmen den Transporthubschrauber da raus. Ach, guck mal, da drüben sind auch noch welche. Oh, Leo 2A3, nice. Worauf schießt denn der? Auf den Hubschrauber oder was? So, jetzt müssen wir nur mal sicherstellen. Der schießt auf den Leo. Okay. Vielleicht mal noch ein bisschen mehr Flak hier. Ja, nimm den Hubschrauber raus, aber das ist nicht so schlimm. Noch eine Su-25. Nimmt einen Panzer raus. Ja, müssen wir. Ich wurde getroffen. So eine Scheiße, ich wurde getroffen. Und der nächste Panzer, der hier rausgeht, die hier standen, also es steht also noch irgendwie was vom Gegner. Da kommt noch ein Flugzeug. Die stehen hier mitten auf dem freien Feld. So, und die hier sind echt schwer da rauszukriegen. Die haben auch noch einen Elite-Status, so wie es aussieht. Ich brauche eher Flugzeuge. Los, kommt schon. Okay, der eine geht raus. Oh shit. Die gehen alle beide raus. Ah, schlechter Deal. Jetzt haben wir auch noch ein Flugzeug verloren. Das Ding ist, wir müssen mal irgendwie anfangen, Punkte ihm wegzunehmen. Hier drüben sind wir da auf einem ganz guten Weg. Diese blöden Transportteile werden nicht automatisch angegriffen. Okay, das waren jetzt eh mal instant zwei Fliegerfäuste. Weil der Blödmann...
Warning. Ach toll, da gehen wir, geht die Mirage. Oh, und jetzt flankiert er doch schon wieder. Diese Straße da rein, die ist ultra scheiße. Wo schießt er denn hin? Achso, auf meine Cluster. Ja, er wirft die Cluster auf. Und die stehen immer noch da und machen nichts. Das ist der Knaller. Sag mal, wie kann denn der da ein Schussfeld haben? Ey, Leute, mal im Ernst. Wozu habe ich denn hier Flugabwehrgeschütze stehen, denen die nichts machen? Jetzt geht das gleiche Spiel, was wir vor 10 Minuten hatten, nochmal von vorne los. Und er steht da und tut nichts. Da kriege ich die Krise. Da kriege ich die Krise. Ja, jetzt kommt er mit Flugzeugen hier, ne? Also, könntest du dich da mal irgendwie bewegen, mein Freund? An alle Einheiten, Feind gerichtet! 200 abbrechen, 6 Schuss, Ende. Overkill gibt's nicht. Sollen wir irgendwo einsickern? Ich verstehe es nicht. Gott, sind die M48 scheiße. Oh nein, jetzt haben wir auch noch eine Zone verloren. Wo denn? Hier. Okay, das ist natürlich scheiße. Haben wir noch einen Offizier? Ja. Das darf jetzt natürlich nicht passieren. Wo brauchen Sie uns, Kamerad? Starter Angriff. Zielgebiet melden. À vos ordres. Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche. Dass der Gegner jetzt mit plus 2 wieder dasteht, ist es nicht so meins. Scheiße. Abgesessene Kampfweise. Heimatschützen ausgeschaltet. Ah, hier vorne. Weder Freund noch Feind. Nur lohnende Ziele.
Okay. Jetzt haben wir das wieder einigermaßen im Griff. Wir haben hier den Punkt auch wieder, obwohl er da pusht. Es wäre natürlich jetzt... Warte mal, wir machen das mal anders. Wir gehen jetzt den ganz weiten Weg. So, da ist ein... Da ist doch schon wieder ein Hubschrauber. Was macht der denn da? Könntet ihr mal bitte schießen? Wow, wir haben alle Raketen gebraucht, um ihn rauszunehmen. So, da ist noch ein Flugabwehrding. Eieiei, das zieht sich wieder wie Kaugummi hier. Aber wenn wir es schaffen würden, hier den Offizier zu finden, dann hätten wir echt eine gute Chance. So, die Flugabwehrstellung da muss raus. Und wir holen uns mal noch ein paar... Scheiße. Die Dinger sind... Da ist der Offizier! Yes. Neue Aufträge. Überprüft Waffen und Munition. Scheiße, war das. Rückwärts marsch und zum Feind. An alle Einheiten. Gut. Damit müssten wir jetzt. Das war anscheinend nicht der einzige Offizier. Verdammt mich! Ich habe keine gute Flugabwehr mehr. Wir haben noch einen Munitions-LKW. Ja, die Heimatschützen haben jetzt hier keine große Chance. Ist quasi so ein Opfer gewesen. Da ist noch ein Offizier von ihm. So, mal gucken, ob der mit seinem Treibstoff bis darüber kommt. So, hier, Flak. Was er jetzt hier an Flugzeugen rein für Milan ausgeschaltet? Okay. Die L-70 Bofors ist echt so, Das ist wie Totau geschießen. Die kriegen die Hubschrauber nicht raus, ey. Feuerbereitschaft aufrechterhalten. Los, zieh den Arsch ein, Günther! Alte Aus- Sag mal, schaffst du es noch? Jetzt ist er down.
So, wir haben den Punkt. Also wir haben den Punkt insofern, dass. Wo ist jetzt der andere Offizier? Ist der noch unterwegs? Er fährt noch. Hat noch 39 Treibstoff. Das heißt, wir führen jetzt endlich mit plus 2. Und wir kommen hier aber nicht weiter. Er hat sich hier richtig krass eingebunkert. Und er kommt jetzt mit den Haufen Hubschraubern hier. Ich weiß gar nicht, wie lange die Runde jetzt schon läuft. Wie viele Minuten nehmen wir denn jetzt hier schon auf? 55 Minuten. Geil. Das Ding hat keine Munition mehr. Wieso schießt die I-Hawk nicht? Alter, was macht er denn da? Ach so, noch mehr Hubschrauber, natürlich. Wieso schießen die nicht auf den Hubschrauber? Ich finde das so ätzend, wenn die auf die nicht, auf die unbewaffneten Transporter nicht automatisch schießen. Da kommt das nächste Flugzeug. Und da geht meine Roland dran. Jawoll! Und das, die I-Hawk auch noch. Läuft! Und natürlich kommt die MiG da weg. Natürlich kommt die MiG weg. Der nächste Hubschrauber, der hier rein trudelt und... Unfassbar. Wie scheiße kann denn so eine Flak nur sein, ey? Es ist ja unglaublich. Und der nächste, der hier rein trudelt. Die trudeln einfach rein. Und sie... Schieß doch mal! Dieser Blödsinn, dass die auf unbewaffnete Transporter nicht schießen und die... Ja, die machen jetzt... Das ist meine Transporter. Oh, das war mein Versorger. Das war jetzt scheiße. Da oben stehen sie. Ihr geht nicht down. Immerhin, wir führen mit plus 2. Was für eine komische Runde. Ich finde halt auch Territorialkommando Süd ist auch nicht unbedingt meine Lieblings... Der Hubschrauber. Das ist unfassbar. Er ist aus dem Schock wieder rausgekommen. Und er fliegt jetzt tatsächlich weg. Alter, jetzt nimmt den raus. Da ist der K-50. Der K-50 ist jetzt endlich down. So, pass mal auf. Jetzt haben wir noch zwei Versorgerhubschrauber. Mal gucken, ob die das bis dahin schaffen. Seufz. Also auch keine gute Flugabwehr, muss man sagen. Aber wir führen immer noch mit plus 2. Das mit diesen Gruppieren ist auch manchmal ein bisschen nervig. Aber egal. So, wir halten immer noch die Stadt hier. Alles ist gut. Der Scout dort lebt auch immer noch. Hier ist ja irgendwas reingefahren. Mal gucken, was uns da gleich flankieren. Wir haben ja noch Hubschrauber. Warte mal, das können ja mal... Ach so, da gehen die Milan raus.
Zum Glück ist leider Leo, aber der wird es höchstwahrscheinlich. Sind die da jetzt rausgegangen? So, Mr. Hubschrauber, schicken wir mal davor. Warum kann der den Leo nicht schon viel eher daran führen? Das hätte mich echt gefreut. Wie spät die da gespottet werden. Konkurs, Entschuldigung. Testen wir doch mal, was da... Wow. Schönes Sperrfeuer da. Greif mal seine Artillerie an. Okay, tschüss, Anti-Tank. Liebe... Alter, wie viele Flugzeuge er noch hat. What the hell? Naja, gut. Sprenggranaten geladen, feuerbereit. Halte Ausschau nach Ziele. Na, ob die Flak was machen kann? Hey, wir werden doch nicht am Flugzeug abschießen. Nee, wir schaffen es nicht, oder? Die geht nicht. Doch, sie geht down. Zum Glück. Tja, der Leo geht raus. Alter, was da steht? Artillerie zu Dienst. Was da alles steht, das wird richtig hart. Neue Befehle? So, aber wir haben es gleich. Wir sind jetzt bei plus 4 sogar schon. Der Punkt gehört uns. Also die Mitte ist echt ekelhaft zu spielen. Wieso haben wir plus 4? Hat er irgendwo noch einen weiteren Punkt verloren? Da sind noch mehr Infanteristen. Und sein Gewehr an. An dieser Koordinate absitzen. Quelle coordonnée? Plus 4. Ist die Frage, ob wir jetzt überhaupt noch die Infanteristen, die hier drin sind, die Gegner... Warte mal, irgendwo werden wir angegriffen. Ach, hier. Ja, die Panzer sind wieder blind wie die Nacht. So, die Flammenpioniere rein in den Wald hier. Aber ich glaube, wir kriegen jetzt keine Gegner mehr, ne? Ne. Da sind sie, aber das ist zu spät. Damit gewinnen wir das hier. Eine Stunde Kampf, zwischendurch zwei Angriffe abgewehrt. Wir haben tatsächlich die meisten Befehle eingenommen und die meisten Verluste gemacht. Ne, die wenigsten Verluste, Entschuldigung. Aber die wenigsten Kills auch. Also... Territorialkommando Süd ist nicht meine Lieblingsdivision, muss ich sagen. Das ist echt ultra schwer zu spielen, finde ich. Weil du hast panzertechnisch, musst du halt spammen, ja, die M48er. Infanterie geht,
Flugabwehr ist so ein bisschen mäßig und Flugzeuge selber ist auch nicht unbedingt mega einfach. Und die Hubschrauber sind halt deswegen so tricky, weil sie sich erstens immer noch komisch verhalten und weil sie halt verwundbar sind. Weil natürlich, also es geht alles über Flugabwehr eigentlich und du nutzt die Flugzeuge und Hubschrauber eigentlich nur, wenn du eine Lücke findest beim Gegner. Da ist sehr viel Micromanagement notwendig. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, euch hat es gefallen. Denkt an den Rabatt, schaut unten in die Kommentare, ins erste angepinnte Kommentar oder in die Videobeschreibung. Warno bis zum 15.08. früh für 23,99. Wie gesagt, wenn er Bock drauf hat, es ist halt viel Micro, es ist sehr komplex, aber es kann auch sehr viel Spaß machen. Wenn euch das Video hier gefallen hat, lasst ihm Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Name nicht genannt. Gemon, Fenn, Kulle, Gorwin, Kotano, Carbine und Yukon. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer O'Hare.